Ich kann auch Pillbox kommen, oder? Wenn du willst. Sie kommen, wir müssen schnell zum Tattoo schon. Wir können uns sogar hinknien. Ja. Aber ich mach ein bisschen Platz. Sicher, dass es nicht nur ein Phantom war? Oh oh. Oh oh. Ich will die gucken, die sind genau von der 31er. Oh oh. Oh oh. Genau. Ich hab Angst. Dann einfach, bleib einfach, bleib einfach. Ja. Nur lächeln und winken, Männer. Einfach und die sehen uns nicht. Guck, wie die um die Ecke gucken. Auf sie mit Gebrüll. Komm mit, wir gehen hier von ein, von Tattoo nach. Und tun so, als würden wir die ganze Zeit hier stehen. Warte, ich muss cool wirken. Ich rauche einfach einer. Oh oh, oh oh, oh oh. Ich hab Angst, Steffen. Ich nicht. Ich hab Angst. Steffen, da nicht. Ich beschütze dich. Steffen, magst du mal dein Hemd auseinanderziehen? Hä? Zieh mal dein Hemd auseinander. Hast ein Tattoo. Tattoo-Shop-Fehler, dass er dir dein Hemd geklaut hat und jetzt mit dem weißen Shirt rumrennst. Genau. Über den bei der Mama. Nee, ich wollte nur die Sachen von vorhin noch zu Ende tragen. Wir wurden ja leider gestört. Es tut mir leid. Was tut dir leid? Dass wir vorhin so doofe Faxen gemacht haben. Ah, keine coole Aktion. Moment mal, ich finde, wir müssen uns hier für gar nichts entschuldigen. Warum müsstest du dich für gar nichts entschuldigen? Schließlich hast du mit dieser Aussage mich verletzt. Ich habe dich und diese verletzt. Aussage, ja, diese Aussage, die du getätigt hast, hat mich denn zu dieser Maßnahme gezwungen. Du hast gesagt, dass es irgendwas zu klären gibt. Ich frag was, du sagst alles. So, da habe ich gefragt, wo wollen wir anfangen, dass ich dich ausgetragen habe. So, wenn du sagst alles, ist es ja ein ganz großes Spektrum, so. Und da muss ich ja gucken, wo ich anfange. Ob es da war, ob es war, als ich dich abgegeben habe, ob es war, als ich dich wieder zu mir geholt habe, ob du... Keine Ahnung. Weiß ich ja nicht. Muss ich ja gucken, wo ich anfange, ne? Ja, ich wollte... Und ja, dann wieder 36. Ja. So, was sollte das? Was sollte was? Das Ganze hier. Welches Ganze, dass ich dich in die Welt gesetzt habe oder noch viel später? Boah, nee. Boah, das war jetzt, das hat das. Das war das, eine Frage! Das hat das Mass zum Überlaufen gebracht. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das ist unterste Linie. Mhm. Ja. Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir gehen sollten. Hm? Ich will bis 24 Uhr 1 Million auf meinem Konto. Dann überlege ich es mir vielleicht nochmal. Du hast schon eine Million. Ja, ich wollte uns erstmal Spielraum lassen, um erstmal eine Verhandlungsbasis aufzubauen. Aber dieser Satz hat mich so schockiert, dass diese Verhandlungsbasis, die ich aufbauen wollte, komplett weggeschmissen wurde. Und ich mich so gekränkt gefühlt habe, dass ich erst mal drüber nachdenken musste. Trotzdem, also, was du daran da gemacht hast, war auch nicht cool. Das war eine Maßnahme, wo du mich zu gezwungen hast. Genau. Weil ich jetzt wieder schuld bin. Das habe ich ja nicht gesagt.
Aber ich finde, ich muss mich auch nicht entschuldigen. Schließlich habe ich ja nicht auf euch geschossen. Ja, ich habe extra aufs Auto geschossen, weil ich weiß ja nicht, wer drin war. Da waren zwei maskierte Jungs drin, wa? Na, im ersten Moment waren wir nicht maskiert. Also auf mich kam jemand mit Maske. Wo ich um die Ecke gerannt bin, im Vespucci. Nee, da waren wir nicht maskiert. Wir waren danach erst maskiert. Als ihr ums Eck gekommen seid, wieder links. Ja, wieder dann. Ja, das zweite Mal. Das stimmt, da waren wir maskiert. Das habe ich ja. Das streite ich auch nicht ab. Ja, also. Ja, trotzdem schießt du auf jeden Maskierten? Ja, wenn er mich fast umfährt, ja klar. Wir standen da an der Ecke. Ja, ist quasi. Natürlich doof. Ja. Trotzdem fast getroffen. Wir standen. Ja, weil du auf uns geschossen hast, sind wir weggefahren. Wir sind um unser Leben. Ich dachte, ich sterbe. Ich hatte nicht mal eine Weste an, um mich zu schützen. Hätte mich eine Kugel getroffen, ich hätte sterben können. Ja, klar. Und dann fahren wir das zweite Mal dahin. Schießt du wieder auf uns? Und jetzt stehen wir bei Pucci-Garage, dann wird mir hier der schwarze Peter zugeschoben, oder was? Ja, weil ich die doof bin. Das hab ich niemals gesagt, das interpretierst du rein. Ja, was willst du jetzt hören? Ich will es nur klarstellen. Ja. Ich sehe ein, dass ich da auch vielleicht nicht gerade mit der Million da nette Worte gesagt habe. Ja, das stimme ich zu. Aber ja. Dafür entschuldige ich mich auch. Soll das an mich gehen oder an deine Mama? Na, ich beide. Aber irgendwie. Ja. Tschüss. Danke für die Blumen. Ja, die Banker Gold. Danke fürs Herz und die Pralinen. Ihr gehört eigentlich auch noch dazu. Ich hab keinen Platz. Ja, deswegen. Hab ich beide gegeben. Okay. Ihr wisst, was sie mir alles bedeutet. Dass nichts über euch geht. Und er raucht lieber. Anstatt seine Mutter zu umarmen, meine. Ich stehe alles so falsch hinter. Ich hatte mir gerade die Zigarette angemacht. Das ist schön wieder weg. Ja, weniger rauchen. Das ist besser für die Lunge. Ihr habt nur eine Mutter. Das stimmt. Ja, du hast aber. Na gut, du hast mehrere Söhne. Drei Stück, genau. Ja, deswegen habe ich auch nicht auf euch geschossen. Ich würde das gar nicht übers Herz bringen. Also merkt euch das 3 an der Zahl. Yeah! Will ihr nicht weg, Rotmann, danke. Huhu! Hallo! Die Fans! Oh mein Gott! Ey, oh mein Gott! Ich auch nicht! Pass auf, gleich bleibst du an der Laterne hängen. Einerseits traue ich dir, aber andererseits traue ich dir nicht. Wir sind die Fans. Oh.
warte, ich warte einfach nur darauf, dass er irgendwann an der Tenne hängen bleibt und auf einmal Bellblade macht. Und dann durchsuchen die mich trotzdem und nehmen mich mit. Was ist dein Urenkel? Dein Urenkel ist der mit der anderen, mit der blauen Hose. Der mit der blauen Jacke. Der mit der blauen Hose. Der kann sich ja gerne mal vorstellen. Du kannst dich bei dem Afro-Mann vorstellen. Weißt du, was das Traurige an der ganzen Geschichte ist? Wegen dir wirklich noch älter, Alter. Ja, selber schon. Ja, alles liegt am Afro. Ja, mal Luft. Liegt am Afro. Das war die Schulparty. Yeah. Du kannst doch immer perfekt Heli fliegen. Hast zwar fast Papa mitgenommen, aber sonst alles gut gewesen. Ja, Papa ist auch egal. Ey, was soll das denn hier? Jetzt knallt's aber gleich. Das war kein Beifall. Richtig. Wer ist Hilton? Bin ich Hilton. Welchen? Ja, wieso, was er am Telefon erzählt? Alle, von mir gesagt. Ja, richtig. Paris Brian. Hilton? Ja, nein, Kevin. Oder wie heißt Paris du? Kevin, ja. Egal, wer das gesagt hat, aller Props geht raus. Kevin, Hilton, der Knaller, gar keinen. Ey! Sag mal, du sitzt auf meinem Fuß. Jungs.